Schwarze Löcher gelten als die Höllenschlunde des Universums. Wer hineinfällt, verschwindet für immer. Aber wohin? Was liegt hinter einem schwarzen Loch? Verschwinden dort mit den Dingen auch Raum und Zeit? Oder wären Raum und Zeit in einem ewigen Kreis miteinander verbunden? Und was, wenn das, was aus der Vergangenheit kommt, durch die Zukunft beeinflusst wird?